Dieser Mann muss mit einem Wurm im Auge leben. Der sogenannte Thelazia, eine Gattung von Nematoden oder Fadenwürmern, lebt auch in Augen und dem umgebenden Gewebe. Zum ersten Mal habe der Mann aus China den Wurm bemerkt, als sein Auge zu zucken begann. Beim genaueren Hinsehen ist zu erkennen, wie sich der Wurm unter der Haut windet. Doch Ärzte raten ihm von einer OP ab. Er solle warten, bis der Wurm von selbst herauskriecht. Normalerweise kann ein Wurmbefall mit Medikamenten gut behandelt werden.